Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Sea of Stars. Und die Musik ist ganz schön laut in den Ohren. Kann ich mir ausruhen? Kurz einmal bitte ausruhen. Und dann darf die Musik wieder auf mich wirken, beziehungsweise auch auf euch. So, von langsam, von leise auf lauter. Schön, 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 schön. Ja, wir sind hier stehen geblieben im letzten Part. Das ist für mich jetzt wieder ein bisschen her. Und ja, ich wünschte mir, ich hätte Kopfhörer, die verstellbar sind. Habe ich leider nicht. Gut, weiter geht's. Wir sollen hier die Ebene klären, ne? Das war ja, glaube ich, unser Ziel, glaube ich. Oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. 114 einfach. Ah, nee, nee. Ich muss schon angreifen. Macht echt wenig Schaden, ne? Sind resistent dagegen. Da frage ich mich, ob die resistent gegen Mob-Magie sind oder. Oder ob sie. Ja, einfach nur schlagen, ne? Aua! Okay, ein bisschen mehr Schaden macht das schon, aber. Blasenwurf? Nicht so sehr. Es ist immer gut, ich soll einfach auf die raufkloppen. Ganz einfach. Mehr verlangen sich ja nicht. Ja, die halten ein bisschen was aus, ne? Sehr gut. Aber viele Erfahrungspunkte wir brauchen, ne? Jetzt gehen die Flammen alle weg. Da können wir gleich die Schatztruhe da holen. Ein Fischkuchen. Dann essen wir kurz mal was, ne? Mutquelle Fischkuchen. Ist schon richtig gut eigentlich, ne? So. Wer weiß, was uns hier noch erwartet, ne? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Weg? Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Ein bisschen dunkel ist es schon. Mit Ruhe. Eine Karte. Das ist die Karte. Zurück zur Hortense. Genau, wir sind auf der Suche nach einer Karte. Ich erinnere mich. Ach, sie ist schon da oben. Guten Tag, da habe ich die Karte. Langsam schöpfe ich noch Hoffnung wegen euch. Also, wie finden wir die Säulen? Die magische Karte ist mit dem Meer verbunden. So könnt ihr euch hier orientieren. Okay, wir kriegen das hin. Geht ihr doch mal ans Steuer. Ich brauche wirklich eine Pause. Ja, hoch wie Ball. Alles klar, dann segeln wir. Drei Inseln, jeweils eine Säule. Sobald sie aus dem Spiel sind, können wir den Strudelpunkt stürmen und Stormcaller bekämpfen. Drücke Y, um vorwärts zu legen. Nutze die, um das Schiff zu steuern. Du kannst die Karte öffnen, indem du Minus drückst. Achso, okay. Das ist wie so ein. Das ist ungefähr so wie Micro Machines, ne? Drei Inseln haben wir. Gut. Drei Säulen, die wir zerstören sollen. Dann tun wir dies. Fragezeichen. See des Nachtmars. Hallo, wo ist da jemand? Oh. Ja. Wir ruhen uns einmal aus. Essen brauchen wir nicht. Wir haben sehr gutes Essen bei uns. Muss ich ehrlich sagen. Wir haben gut vorgekocht. Aber reinsammeln muss sein, ne? Ja?
Da oben ist was. Aber ich kann das ja nicht bewegen, oder kann ich es bewegen hier? Doch, ich konnte es, kann es bewegen, hab ich gar nicht gecheckt. Ja. Hier, das kann ich nicht bewegen, das ist das Blöde. Wollen Sie noch mehr herholen? Wir gehen erstmal bis zum Ende und gucken mal. Oh. Ich will ja nicht stören. Hat den anderen hergepfiffen. Machen wir einen Sprintschlag. Tut ein bisschen weh, aber ist jetzt nicht so stark, ne? Nee, ich greife mal lieber so an. Die sind ja sowieso stark. Seelenreißer! Und nochmal. Gut. Es halt macht leider nicht so viel Schaden, wie man sich erhofft, ne? Ja, leider. Leider. Aber es reicht. Oh, Sail. Stimmt, die sind auch alle nur auf ihn gegangen, ne? Ach komm, jetzt nicht auf Sail. Nee, wollte gerade sagen. Das wäre erst der. 60 einfach. man kann hier ins Wasser springen. Das mobbt mich jetzt aber hier, ne? Das mobbt mich. Wie komme ich denn an der ran? Kann ich auch nicht ranziehen. Mit Enterhaken geht auch nicht. Okay, dann muss ich später gucken. Dann muss ich hier nochmal später lang gehen, weil das checke ich jetzt erstmal nicht. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu blöd gerade wieder. Kann natürlich auch sein. Ja, muss schon die Sachen sammeln, ne? Die hier. Also das Suchen gefällt mir ganz gar nicht. Bin ich ehrlich zu euch, das Suchen gefällt mir nicht. Ich mag es nicht, in einem Rollenspiel zu suchen zu müssen. Ja gut, wir werden wahrscheinlich alle hier in diesem Gebiet sein, nicht wahr? Gut. Ja. Was mache ich denn da? Okay, resistent dagegen. Okay, ich hab gedrückt, ne? Mach doch nicht immer diese Attacke, Mann. Die dauert immer 100 Jahre. Schieß doch einfach. Ha ha ha.
Okay. Gut. Also das Suchen mag ich wirklich nicht. Da bin ich gerade kein Fan davon. Ich hoffe, es ist nur einmalig und nicht bei jeder von den drei Säulen so. Hoffe ich mir jetzt einfach mal. So, und hier auch eine. Ja, wie viel brauchen wir denn noch? Zwei Stück noch? Ja, aber ich weiß echt nicht, wie ich hier an den rankommen soll. Ah, hier geht's runter. Ach Gott, ne, wo kommt der denn noch her? Ja, er schießt durch. Oh, Blasenwurf. Mann! Meine Lieblingsattacke. Das können die ja auch alle. Das ist besser. Schieß lieber, mach mir mehr Schaden. Sie ist gar nicht dran. Ich komm gleich zu ihr hin, da hinten. Oh, das ärgert mich jetzt wieder. Aber wobei doch, komm ich doch hin. Wenn ich verguckt. Ich habe mich verguckt. So, die kann ich aber so zerkloppen, nicht wahr? Mag ich. Von dem außerhalb des Bildschirms, ne? Und noch einmal. Das, ja. Liebe ich. Okay. Und noch mehr jetzt. Jetzt bist du dran. Mach nochmal Blasenwurf. Ja. Mögen wir, ne? Das mögen wir. 52. 60. Und noch eine 40. Ja. Jetzt natürlich die Frage. Oh. Ich habe euch gesagt, ich bin dumm, ne? Ich habe euch doch gesagt, ich bin dumm. Ja. Was ist jetzt hier von mir verlangt? Ach so. Da, die muss ich auspusten. Ist auch mega kompliziert hier alles gemacht, ne? Hier muss man schwimmen. Klang, klonk, kling, klang. Alle hintereinander mal und dann. Einer von den drei Säulen ist putt. Gut, dann. Fischen wir ab. Auf zu unserem Schiff. Dum, 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 dum. Oh, da ist es ja.
So, da. Ich mag die Thematik hier, die gefällt mir. See des Nachtmars. Vielleicht können wir die Kristalle mit dem Enterhack zerstören. Hier müssen wir aber erstmal raufkommen, da oben, ne? Ich glaube, das ist nicht so einfach hier. Ist alles sehr doll bewacht. Ist alles mega doll bewacht. Was ist denn hier los? Ja, er schießt gut. Gut, einer weniger. Mach du deine Mega-Attacke da, der Seereise ist mir egal. Nur 114. Geht eigentlich, ne? Wobei, ja, der ist schon resistent gegen alles gefühlt. Knochen müssen sein, ne? Okay. Einer. Und der zweite. Da oben ist ein Hebel. Ah, ich verstehe. Okay, das hier geht zum Glück ein bisschen schneller, je nachdem, wie die Kämpfe verlaufen, nicht wahr? Das war sehr gut. Einer weniger sofort. Und die brauchen ein bisschen mehr. Neunundsechzig. Ah, ist nicht so viel. Ist nicht so viel. Ah, ich drücke mal zu früh. Alter, die halten aber raus. Aber ist gut für die Erfahrung, ne? Das ist wichtig. Sehr wichtig. So, jetzt die andere Seite nochmal. Aber ich mag es nicht, wenn es dauernd dauerhaft regnet. Das gefällt mir nicht. Dim, 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 dim. Plonk. Nur 3 Stück. Kriegen wir hin. Ah, jetzt bin ich schon dran. Jetzt machen wir Blasendings, ne? Ja, ja. Gefällt mir sehr. Sehr gut. Liebt sie, das ist nicht schlecht. Soll ja mal vorbei sein, ne? Ich will ja nicht Kämpfe hinauszögern. Wobei gegen die reicht es ja, wenn ich einfach normal drauf schlage. So. Der zweite
Der ist halt links gedauert, aber nur wegen der Sucherei. Gut. Dann auf zur dritten Insel. Dum, dum. Und da wollen wir noch nicht rein. So, da sind wir. Was müssen wir hier tun? Wir kriegen ein Lager. Der einmal ausruhen geht, ne? Einmal ausruhen geht. MP auffrischen. Ja. Und wenn wir einmal reinsammeln müssen, müssen wir auch mal. Gut. Ah, schon wieder von oben irgendwie. Ich würde mich freuen, wenn hier gar keine Kämpfe sind. Aber natürlich sind hier Kämpfe. Oh, wie viele, bitteschön. Boah. Ja, er schießt macht, oder macht Blasenschild. So. Sehr gut. Ja, wir müssen einmal die Seereißer ertragen, ne? Komm, machen wir mal eine Giftsalbe. Und die müssen wir einfach nur angreifen. Das tut ihnen schon ordentlich weh. Und das war's. Zwei Knochen haben sie fallen gelassen. Wie kann ich da denn die, wie komme ich da denn hoch? Ah. Warum muss das so jetzt sein hier die ganze Zeit? Ich dachte, hier kommen keine Kämpfe, aber nö. Nö, komm doch. Na komm, ich hasse diese Attacke einfach, das ist so schlimm. Ja. Dann kann ich mit MP mit der Magiekraft zuschlagen. Wobei er gegen alles resistent ist. Danke. Ich war von da oben, ne? Ah, nee. Von hier aus geht's mir auch nicht. Die wollen, dass ich einfach komplett hochgehe, oder wie? So. Numero uno. So.
Ah, da. Und... Zack. Mann, 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 das ist ja ordentlich aufgebaut hier. Das ist hier alles aufgebaut. Gut. Die Frage ist natürlich, ob wir den Stormcrawler besiegen. Das ist natürlich die eine andere, das ist natürlich eine andere Frage, ne? Ich wollte gerade sagen, darf ich nicht einfach runter? Lass mich einfach gehen. So, wir schlagen aber erstmal Lager auf. Weil ich wissen will, ob wir neue Geschichten hören können. Das ist ganz besonders wichtig jetzt. Erstmal reden wir nochmal mit den Leuten. Hortens wirkt nett, wir tun hier das Richtige. Na, weiß ich nicht. Stormcaller, es wird Zeit, dass das jemand beendet. Hortens hat es wirklich drauf. Könnt ihr euch vorstellen, so lange durchzuhalten? Hey, wollt ihr eine Geschichte hören? Ja, was hast du denn? Okay, erkennen wir alles schon. Kochen können wir nichts. Dann ruhen wir uns aus. Ja. Bei diesem Wind und Wetter. Und das muss einmal noch natürlich eingetragen werden, ne? Okay. Und hier werde ich den Part beenden. Ja, hier beende ich den Part. Ich weiß jetzt, wenn ich dir in die Mitte gebe, dann wird vielleicht noch ein größerer Dungeon kommen. Und dann werden wir wahrscheinlich vielleicht gegen den Stormcaller kämpfen. Und ich weiß, das wird ein bisschen länger dauern. Deswegen beende ich den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr den nächsten Mal verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.